Vieles von dem, was ich gleich erzählen werde, kommt aus dem Open-Source-Projekt Task Warrior, das es mittlerweile seit 2006 gibt, also seit 11 Jahren. Einiges von dem, was ich erzählen werde, ist mit Augenzwinkern gemeint. Ihr werdet das merken. Es hat alles einen ironischen Unterton. Ich bitte, das alles nicht zu ernst zu nehmen. Ich habe den Talk schon mal gehalten vor Leuten, die professionell Linux nutzen. Die fanden das alles gar nicht so lustig. Ich hoffe, ihr findet es ein bisschen lustiger. Nein. Weil ihr vielleicht auch als Hobby Linux habt. Oder ein anderes Open-Source-Projekt. Ich selber bin nicht seit 11 Jahren bei Task Warrior, sondern erst seit 7. Von daher kann ich nichts für die ganzen 10 Jahre sagen, sondern auch nur für die Zeit, die ich mit dabei bin. Und weil es so viele interessante Erlebnisse gab und so viele Sachen, die sich auch einigermaßen kategorisieren lassen, gibt es halt diesen Talk, um das mal so ein bisschen zusammenzukehren. Zum Projekt Task Warrior vielleicht. Gibt es hier irgendwen, der das nutzt? Doch ein paar. Für die anderen, Task Warrior ist eine Aufgabenverwaltung für die Kommandozeile, was sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es sehr, sehr gut mit Dringlichkeiten umgeht und sich dazu eignet, Aufgaben nach Dringlichkeit zu sortieren, sodass man immer weiß, was man als nächstes zu tun hat. Das ist so die Basisinformation. Task Warrior hat so ein paar Ansätze, ein paar Punkte, die in der Philosophie drinstehen, was es sein möchte und ich glaube, was es auch erfüllt. Es soll open sein, es ist Open Source unter MIT-License. Es steht nicht im Weg, hat sehr schnelle Ausführungszeiten, auch wenn man große Anzahl von Aufgaben hat. Es ist völlig unabhängig, mit welcher Methodologie, mit welcher Methodik man seine Zeit managt. Task Warrior kann das alles, ist mehr oder weniger ein Werkzeugkasten von Möglichkeiten, mit denen man seine Aufgaben verwalten kann. Das soll es dazu auch sein. Wisdom ist vielleicht ein kleines bisschen hochgegriffen, deswegen auch kursiv. Es ist einfach eine Sache der Erfahrungen, die wir in den letzten 11 Jahren, beziehungsweise ich in den letzten 7 Jahren gesammelt haben. In dem Talk wird das Rewarding und Enjoyable ein bisschen zu kurz kommen. Es wird oft über das Frustrating gesprochen werden. Vielleicht, weil es auch am besten hängen bleibt, wenn Leute Sachen nicht so toll finden, als wenn Leute wirklich toll finden. Wir haben eine Menge gelernt, vor allem über Erwartungen, aber auch über das, was es heißt, ein Projekt offen öffentlich zu machen. Nur rein. Über Sachen öffentlich zu machen und als Open Source zu veröffentlichen. Ich stelle mir das so vor, hi. Ich stelle mir das so vor, dass ich euch ein bisschen was erzählen werde und würde gerne direkt, wenn ihr was habt, Feedback von euch erwarten. Und einfach durch ein Handzeichen, dann bauen wir das mit ein. Ich hoffe, ich denke jederzeit daran, dass sich das, was ihr sagt, wiederholt, damit das auch auf dem Video zu hören sein wird. Auf dem Video zu hören sein wird, naja. Also wichtig ist, dass ihr lebt hier so ein bisschen vom Mitmachen, so stelle ich mir das zumindest vor. Wer von euch macht bei einem Open-Source-Projekt mit? Das ist eine deutlich bessere Quote als beim letzten Mal. Was beschreibt eure Rollen am besten? Irgendwas davon? Alles. Alles. Ja, ich finde mich auch in verschiedenen Projekten, in verschiedenen Rollen wieder. Ja, genau. Wer von euch möchte ein Open-Source-Projekt starten oder hat vor, ein Projekt, was er selber hat, als Open Source zu veröffentlichen? Ja? Ich will dich nicht abschrecken, aber du wirst einige erschreckende... Ich wollte den Talk abwarten. Das ist eine kluge Entscheidung, diesen Talk abzuwarten, bevor man was Eigenes startet. Genau. Warum? Warum willst du ein Open Source Projekt machen? Weil du was zurückgeben möchtest, weil du denkst, dass es für andere von Nutzen ist. Genau, man hat irgendeine Arbeit gemacht und man möchte, dass die anderen von dieser Arbeit auch mit profitieren, nicht doppelt. Genau. Also Oleg sagt gerade, dass er eine Arbeit gemacht hat und dass er gerne möchte, dass andere von dem, was er gemacht hat, auch profitieren werden. Ich denke, das ist das, was wir am meisten Open-Source-Projekte anfangen. Dass man irgendwas macht, so eigene Stellen kratzen und dass es man dann veröffentlicht und für andere verfügbar macht. Das ist ein anderer Ding.
Habe ich tatsächlich auch schon gehört von Leuten, die Puppet-Module geschrieben hatten, auf die sie keinen Bock mehr hatten, die sie dann veröffentlicht haben, gesagt haben, dann ist es erstmal weg, dann können andere sich darum kümmern. Genau. Also, es ist schön, wenn man sich, wenn ihr ein Open-Source-Projekt starten wollt, seht ihr da, könnt ihr alles lernen, Technik, und hoffen, dass man anderen Leuten geholfen hat. Da gehört ein kleines bisschen mehr dazu. Man kann auch Development lernen, wie man mit anderen Leuten zusammen programmiert, wie man mit vielen Leuten zusammenarbeitet. Das hat viel mit Leuten zu tun, sehr viel. Und man hofft am Ende, das ist das, was du gesagt hast, dass das, was man selber gemacht hat, für andere auch hilfreich ist. Aber es gibt ein Aber. Startet das Open-Source-Projekt bitte nicht, wenn ihr wollt, wenn ihr in den Arm genommen werden wollt. Das haben Systemadministratoren auch. Wenn alles läuft, ist super. Dann sagt keiner Danke. Wenn nichts läuft, sagen alle, was macht ihr für einen Scheiß? So ähnlich kann es auch in größeren Projekten vorkommen. Wenn ihr euch vorstellt, in einem Open-Source-Projekt, wenn ihr eine Grenze ziehen wollt zwischen dem, was schon supported ist und was noch supported werden will, werdet ihr vielleicht rausfinden, dass es gar keine Linie gibt. Und das ist genau an dieser Stelle, wo es Features schon gibt oder nicht gibt oder wo es Erweiterungen geben soll oder nicht geben soll, dass fast alle Diskussionen, die ihr führt, genau anhand dieser Linie sind. Das, was lange im Projekt ist, wird nicht diskutiert. Das, was gar nicht im Projekt wird, wird auch nicht diskutiert. Aber das, was eventuell sein könnte, wird diskutiert. Es werden wenig Leute sagen, sie finden toll, was ihr tut, weil das ist ja schon lange da, das ist ja schon immer, das ist ja Gott gegeben. Es werden wenige sehr weit in die Zukunft gucken, es werden alle genau an dieser Kante gucken, von dem, was passieren könnte. Und Requests, die von außen kommen, sind immer nur ganz am Rande von dem, was ihr tut. Das, was wirklich Veränderungen bringt, das, was wirklich passiert, das kommt selten von außen, das wird meist von innen getrieben. Algorithmen wechseln, Programmiersprache wechseln, wie Sachen gemanagt werden. Das passiert nicht von außen, das kommt meistens von innen oder von ganz anderen Leuten. Leute werden sehr, 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 sehr aufgeregt über Sachen sein, die sie noch nicht tun können, von denen sie denken, dass sie tun könnten, können sollen. Wenn ihr das Feature raus habt, dann suchen sie sich das nächste, was sie gerne haben wollen. Für das, was ihr da gemacht habt, werdet ihr nie wieder was hören. Ihr werdet nur wieder was über das nächste hören, was noch nicht drin ist. Aber sind die Projektmanager nicht auch so? Oder Produktmanager? Projektmanager sind eigentlich Politiker, ja genau, die sind ähnlich. Genau. Die treiben immer nach vorne, aber ich meine Projektmanager, ich habe eine eigene Meinung zu Projektmanagern. Die sorgen dafür, dass Meetingräume gebucht sind und Kaffee gekocht wird. Und treiben halt Leute an. Das ist halt deren Job. Genau. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ihr ein Feature implementiert habt, werdet ihr nie wieder davon hören. Und das wirklich Wichtigste ist, es gibt eine feine Linie zwischen vielen Features und überladen. Und es ist wichtig, in seinem Projekt darauf zu achten, dass man diese Linie nicht überschreitet. Dass man guckt, was man im Projekt drin haben will und nicht, was man nicht im Projekt drin haben möchte. Menschen sind sehr visuell orientiert. Wenn ihr irgendwas vorführt, sei es als Video oder als Screencast oder als, wie heißt dieses, ASCII-Cinema, Leute werden sich daran erinnern, was sie sehen und nicht an das erinnern, was ihr sagt. Sie werden sich im schlimmsten Fall noch nicht mal an das erinnern, was sie gelesen haben. Komme ich gleich noch zu. Visuelle Vorführungen oder Videos erzeugen einen viel, viel stärkeren Eindruck als das, was gesagt oder geschrieben wird. Jede Änderung, die ihr in eurem Projekt macht, wird irgendwen ärgern.
völlig egal wen, es wird immer einen geben. Also wenn ihr ein größeres Projekt habt, es wird immer einen geben, der nicht damit einverstanden ist, dass sich Sachen ändern. Selbst wenn sie sich zum Guten ändern. Die haben Workarounds gebaut, die sind total zufrieden mit dem, was drin ist. Aber es wird sie ärgern, wenn dieser Workaround nicht mehr funktioniert und wenn es dann auf einmal richtig ist. Der gleiche Wechsel, der gleiche Change, wird für einen eurer User die Erfüllung sein. Die Frage ist, auf wen ihr euch stürzt. Negative Erlebnisse bleiben leider besser hängen als positive. Ich würde versuchen, auf das Positive zu gucken. Es ist nicht immer einfach. Wenn Leute unbedingt ein Feature in der Software haben wollen, dann werden sie häufig sagen, oder manche werden sagen, das hat doch schon mal funktioniert. Ich mache jetzt einen Bug-Report auf und sage, das hat schon mal funktioniert, ich möchte, dass es wieder funktioniert. Meistens gab es das Feature vorher noch gar nicht und keiner hat sich darum gekümmert, ob es jemals existiert hat. Vielleicht denken Sie, dass das, was Sie als Feature haben wollen, man als defekt kategorisieren soll, weil es unbedingt in die Software gehört und es noch nicht drin ist. Damit ist es ein Fehler, der behoben werden muss. Oder Sie hoffen, dass die Kategorisierung als Bug dazu führt, dass es schneller implementiert wird. Sie könnten auch einfach im Bug-Tracker sagen, das ist ein Enhancement, also eine Erweiterung. Machen Sie aber in der Regel nicht. Leider. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die haben sehr große Schwierigkeiten zu erklären, was sie eigentlich wollen und wie sie das in den Kontext eures Projektes stellen wollen. Es lohnt sich, diesen Leuten zuzuhören. Ihr schreibt das ja, ihr macht das ja als Open Source nicht nur für euch, sondern eben für User. Und es ist sehr, sehr schwer, zwischen diesem User und diesem User zu unterscheiden. Da hilft es, ein Team zu haben, mit dem man über sowas diskutieren kann. Hallo erstmal. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das, was ihr aus dem Projekt raushaltet, kann genauso wichtig sein wie das, was ihr in einem Projekt erlaubt. Für Task Warrior haben wir gesagt, dass alles, was der Aufgabenverwaltung dienlich ist, ins Projekt reingehört und alles, was darüber hinaus ist, gehört nicht in das Projekt rein. Deswegen haben wir gesagt, man kann mit einem Export sich die Daten innerhalb von Task Warrior als JSON ausgeben und wenn man irgendwas reinstricken möchte, was nicht direkt mit Aufgabenverwaltung zu tun hat, kann man diesen Export nehmen und mit diesem Export machen, was man möchte. Aber es ist ganz, ganz wichtig, diesen Kern, um den es in eurer Software geht, Unix-Philosophie, One Task, One Tool, diesen Kern möglichst klein zu halten und immer zu wissen, was ihr eigentlich machen wollt. Gilt auch für andere Projekte, nicht gerade und nicht nur für Softwareprojekte. Es gibt Leute, die denken, dass sie schlau sind oder die sich gerne an einem Projekt beteiligen wollen und sagen, eigentlich könnte ja noch Feature A oder Feature B oder Feature C in das Projekt, obwohl sie es gar nicht brauchen. Sie wollen sich damit einfach nur am Prozess beteiligen und sagen, dass ihnen die Software wichtig ist. Sie möchten die Features gar nicht drin haben, sie wollen sich einfach nur zu Wort melden. Sie möchten einfach dabei sein. Seid vorsichtig bei Feature-Requests von Leuten, die das euer Programm gerade mal einen Tag oder zwei benutzt haben. Sie kennen vielleicht euer Programm oder euer Projekt noch gar nicht. Aber seid auch genauso vorsichtig bei Leuten, die euer Programm schon seit 20 Jahren benutzen. Sie kennen es vielleicht zu gut. Ihr merkt an jeder Stelle, das ist immer eine Balance. Das ist immer eine Balance zwischen Leuten, die... Ich gehe mal davon aus, dass alle das gut meinen. Es ist immer eine Balance, festzustellen, was brauche ich wirklich? Was muss ich in meinem Projekt drin haben und was nicht? Kennt ihr das? Wenn Leute auf euch zukommen und sagen, dass sie irgendwas wollen und gar nicht genau wissen, was sie wollen oder irgendwas machen wollen, weil sie denken, dass es sinnvoll wäre oder beispielsweise in Task Warrior einen Report wollen, der genau in einer bestimmten Form aus Task Warrior rausläuft, weil es genau dieser Report ist, den sie ihrem Arbeitgeber geben müssen. Für alle anderen User hat das keinen Zweck. Für diesen einen User wäre das die Welt. Aber es ja.
Ja, genau. Also du sagst, es gibt alles Mögliche, es gibt Leute, die wissen nicht, wie sie es sagen sollen, es gibt Leute, die viel sagen und einfach nichts weitergeben, genau. Ist schwierig, nicht so einfach. Viele Leute sagen, ich benutze keine Open-Source-Software, weil da irgendein Feature fehlt. Denken aber nicht darüber nach, dass sie keine zahlenden Kunden sind, sondern dass sie Nutzer einer freien Software sind. Interessanterweise würden die gleichen Leute für Software zahlen und wenn das Feature fehlt, machen sie auch nichts. Beschweren tun sie sich nur da oben, weil sie können. Ich kenne keinen, der bei Microsoft einen Feature-Request eingereicht hat. Du? Nein, der Marc hat sich hinter dir gemeldet. Nein, natürlich nicht. Dann bleibt es bei einem Versuch in der Regel, genau. Hier steckt so ein bisschen dahinter, sie machen es, weil sie können. Ja, und weil wir hören, weil wir auch User haben wollen. Eigentlich. Das ist das, worum sich das Ganze schon dreht. Manche Leute denken, dass ein Change ganz klein ist und dass er in das Projekt gehört und denken gar nicht darüber nach, ob es Sinn macht, dass er in das Projekt gehört. Denken nur, weil er so klein ist, kann er ja irgendwie reinkommen. Das sind ja nur 2 Zeilen Code, macht das doch eben. Dass das dann hinter maintained werden muss und über die Jahre hinaus auch gepflegt werden muss, getestet werden muss und eventuell, Beispiel dieser eine Report für den einen User, für den einen Arbeitgeber, dass das dann weiterhin getestet werden muss, auch mit allen zukünftigen Versionen, das sehen Sie gar nicht. Auch eine Sache, unsere Dokumentation ist ziemlich ausführlich. Leute kommen in den IRC-Channel, womit das aktivste ist, und fragen Fragen, die sie einfach auf der Homepage finden könnten oder mit der Benutzung von Google. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem persönlichen Leben, in eurem Büro, wenn ihr im Büro sitzt, dass Leute lieber zu euch kommen, als irgendwie Dokumentationen durchgucken. Und das ist so das übertragene Bild davon. IRC ist das Fragen im Büro, wenn man so will. Es ist nicht nur online. Also es war sogar so, dass ein User dich mal versucht hat anzurufen. Okay. Okay, ich sollte meine Rufnummer, glaube ich, auch aus dem Internet nehmen. Ja, du hast gerade gesagt, dass es für viele Leute in deutschen Unternehmen auch ein Problem ist, wenn sie Dokumentation vorgeworfen bekommen, die in Englisch ist. Ja, und selbst wenn sie in der Stellenbeschreibung stehen hatten, dass die Sachen in Englisch sind, dann wehren sie sich dagegen, englische Dokumentation zu lesen. Ich hatte auch schon Leute, die hatten ein Problem mit einer Fehlermeldung auf dem Bildschirm, wo Printout of Paper stand und nicht wussten, was zu tun ist. Das gibt's auch. Ja. Also Dokumentationen können eben halt auch wie so Handbücher, kann auch eine Katastrophe sein. Ja. Irgendwie ein Ladegerät habe ich mir geholt für so eine Kamera, ja, da habe ich irgendwie eine 12-seitige Benutzerhandbuch nochmal 8 Sprachen rein gehabt. Ja. Ich wiederhole das mal eben. Also Dokumentation kann auch viel zu ausführlich sein. Wenn es mehrere hundert Seiten hat, dann guckt auch da keiner mehr rein. Das haben wir auch festgestellt, sonst wenn es nur 2, 3 DIN A4 Seiten sind. Und keine Dokumentation ist doof, was im Moment die Regel ist, aber zu viel Dokumentation ist eben genauso doof. Ich halte das für ein soziales Problem. Ich glaube, Menschen sind einfach soziale Wesen, die ganz gerne direkten Kontakt haben und sich auch gerne persönlich abgeholt fühlen möchten. Deswegen so wie eher großen Aufwand, um eher persönlich zu reden, als 2 Minuten zu googeln. Also ich wiederhole das fürs Video. Du sagst, dass es eher ein soziales Problem ist, dass Leute eher soziale Interaktionen wollen, als dass sie Sachen per Google finden wollen.
Ja, das glaube ich auch. Es ist auch kein Problem. Nur glaube ich nicht, dass es schwieriger ist, soziale Interaktion zu machen, sondern es ist leichter. Es ist leichter zu fragen, als selber nachzugucken. Das ist auch ein Aktivierungsproblem, wenn man so will. Du hattest... Ja, ganz kurz. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen halt sehr erfolgsorientiert sind und wenn wir Dokumentationen ausgeben, dann meistens in verschiedenen Versionen und teilweise auch wirklich was ganz Kurzes, dass der Benutzer wirklich mit irgendwas auch direkt loslegen kann, irgendwas machen kann, egal wie primitiv, wie klar das ist. Ja. Hauptsache, er hat es benutzt und er sieht, es funktioniert. Ja. Und genaue Erklärung hat ihn den richtigen Gedanken. Genau. Das ist eine gute Idee, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Es ist eine gute Idee, Tutorials zu haben, dass Leute schnell zum Erfolg kommen, weil Leute erfolgsorientiert sind. Das ist richtig wiedergegeben, oder? Und dass die tiefergehende Dokumentation an anderer Stelle darauf verweist und dann auch im Tutorial gesagt wird, wenn man weitere Informationen möchte, kann man sie an dieser und jener Stelle finden. Dann kommt man auch an dieses 3000-Seiten-Problem vorbei. Ich habe heute Morgen einen Vortrag gehört von einer PostgreSQL-Entwicklerin, die sagte, sie haben versucht, ihr aktuelles Handbuch zu übersetzen und haben nach 3000 Seiten aufgegeben. Also, ja, wenn es zu viel wird, wird es zu viel. Muss man mal ganz klar sagen. So viele Seiten Dokumentation haben wir nicht. Noch nicht. Etwas, was sich bewegt, wird angeguckt und sofort verstanden. Ein Textabschnitt wird einfach ignoriert. Das ist eigentlich genau die Zusammenfassung dessen, was wir gerade gesagt haben. Wir haben gemerkt, dass auch gerade Manpages, was wir, die schon länger Unix machen, einfach gewohnt sind, dass wir da Informationen raussuchen, dass es für viele heutzutage, dass es ein Aufmerksamkeitsproblem ist, zu schwierig ist, längere Texte aufzunehmen und durchzulesen. Und das merken wir immer wieder. Das Beste, was man machen kann, um Zeitverschwender zu identifizieren, ist zu fragen, was hast du denn schon ausprobiert? Wie bist du mit diesem Problem bis jetzt umgegangen? Und da wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr still. Wir haben gemerkt, dass viele Leute, die... Also ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. TaskWarrior hat sehr viel Atlassian-Software benutzt, Jira als Bug-Tracker immer noch. Dieses Question and Answers, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Und so weiter. Und viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass wir diese Software benutzen, haben sich um das Drumherum gekümmert und haben sich auf das Drumherum gestürzt und nicht um die Software selber gekümmert. Interessiert es, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich weiß gar nicht, warum es da Diskussionen darüber gibt. Wenn man sich darüber unterhält, dann ist es doch okay. Schon haben wir es ähnlichen Grund. Also ich kenne TaskWarrior eigentlich nur auf den Namen. Mhm. Aber bei Version Numbers ist es so, wenn das Projekt sich an Semantic Version hält, dann gibt es mir als User ein paar Garantien. Das heißt, wenn da die Minor Version sich ändert, dann kommt vielleicht ein Features dazu, aber das Ding bleibt im Großen und Ganzen das Gleiche. Ich hatte da in der Vergangenheit Erlebnisse, wo es sich halt irgendwo hinten die Patch-Version geändert hat und das Ding war, naja, für mich kaputt. Ja, genau. Also hier nochmal der Hinweis, bei Version damals ist es vielleicht wichtig, dass sich die Projekte an Semantic Versioning halten. Das heißt, dass sie Major New Releases an der Version vor dem Punkt festmachen, Feature Releases an der Version nach dem Punkt und Hotfixes und, also Fixes an der dritten Stelle. Ja, finde ich auch. Aber wann es eine neue Version gibt, das ist immer noch die große Frage. Genau. Das kann ich mir sehr gut. Also wer Distributionspakete baut, streitet sich sehr, sehr häufig bei Versionsnummern, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Da hinten war gerade noch eine Hand. Ja, das Statement wäre, dass diese Probleme, die gibt es ja überall. Wenn du in die Gruppen gehst oder so, nehmen wir die Literatur oder die Literatur, du hast ja gerade das Zitat genommen, was ich behaupten, dass generell manchmal Leute gar nicht verstehen, dass man sich das gerade nur überlegt hat, weil das gerade passte, weil man das vorher so benutzt hat, weil man es halt kennt. Und ja. Das ist halt so ein negatives, anstatt positiv, wir können jetzt hier was, ich nehme das jetzt, weil das gerade für mich funktioniert. Ja, genau. Also der Kommentar gerade war, dass das sowas in sehr vielen Projekten passiert, dass man auch Schwierigkeiten hat zu erklären, warum es zur Entscheidung gekommen ist und dass manche Sachen einfach historisch bedingt sind und da aus der Historie heraus auch begründet werden können. Ist das ungefähr so richtig? Meine These ist ja auch eigentlich einfach auf Open-Source-Projekten, da denken wahrscheinlich alle
Microsoft intern verwendet für Versionsnummern oder für Branding-Strategien oder was auch immer. Da war kein Mensch da, weil der ist in ein geschlossenes Haus oder auf den Tisch kommt. Marc, hast du mal nachgefragt, warum die Versionsnummern bei Microsoft so sind, wie sie sind? Als Experte, was Anfragen bei Microsoft angeht. Also der Kommentar war, und da muss ich recht geben, dass bei Open-Source-Projekten viele Leute denken, dass alles offen ist und damit man auch alles in Frage stellen kann und alles diskutieren kann. Und weil es halt offen ist, kann jeder an allen Entscheidungen mitmachen. Und bei Closed-Source-Projekten traut sich keiner nachzufragen. Plus, minus. Gut. Wir haben vor Jahren auf die MIT-Lizenz umgestellt, die zu den zwei offensten Lizenzen im Free- und Open-Source-Bereich ist. Keine Copyleft-Lizenz. Und Leute haben sich darüber aufgeregt. Das sollte doch eine Copyleft-Lizenz sein. Aber ich denke, das sollte man dem Projekt überlassen. Es ist Open-Source-Software und Free-Software, die man benutzen kann und jeder kann damit machen, was er möchte. Zur GPL habe ich eine eigene Meinung. Können wir mal beim Kaffee oder beim Bier diskutieren. Je nachdem, ich kann es ja kurz sagen, je nachdem, von welchem Blickpunkt man auf die GPL drauf guckt, kann eine GPL auch eine Einschränkung sein in der Nutzung. Das widerspricht ein bisschen vom Free Software. Aber da können wir gerne diskutieren. Das ist, glaube ich, ein längerer Diskurs. Das ist eine philosophische Frage letzten Endes. Ich kann mir beim gut lesen. Was wir auch gelernt haben, ist, dass SEO-Consultants nicht so gut darin sind, das Web zu durchsuchen. Sonst würden sie nämlich merken, dass die Anfragen, die sie stellen, an Open-Source-Projekte gehen und dass keine Company dahinter steckt. Da sieht man einfach nur, dass sie ihr eigenes Business nicht verstanden haben. Kleine Anekdote dazu, ich habe mit meinem Xing und in meinem LinkedIn-Profil drinstehen, dass ich keinen neuen Job suche. Ja, ich habe da einen Account. Habe dann den Satz drunter geschrieben, liebe Leute, liebe Headhunter, ich weiß, dass das mittlerweile ein Massengeschäft ist, aber ganz ehrlich, dass ihr mein Profil lest, erhöht mein Vertrauen in euch, dass ihr den passenden Job für mich findet. Die meisten suchen nur Buzzwords. Finden dann irgendwelche Profile, die darauf passen und gucken nicht weiter. Ja, genau. Aber meistens hat es auch nur einen Kommentar gebraucht, haben Sie in meinem Profil die Zusammenfassung gelesen und dann kam eine Entschuldigung, nein, habe ich nicht. Ich bin Netzwerker, ich mache ein bisschen mit Cisco iOS. Apple. Ja. Also Marc sagt gerade, dass er Netzwerker ist und mit Cisco iOS arbeitet, was unglücklicherweise genauso heißt wie das Betriebssystem eines angebissenen Apfels. Man kann sich drüber streiten. Nein, man kann sich noch nicht mal drüber streiten, wer vorher war. Also Cisco hat Apple die Erlaubnis gegeben, ihr eigenes Betriebssystem so zu nennen. Das ist vielleicht der Fehler, genau. Vielleicht muss man es so sagen, ja. Oder ich weiß nicht, wie viel Geld da geflossen ist. Das, No One Ever stimmt, stand heute immer noch. Hat sich jeder darüber beschwert, welcher Algorithmus benutzt wird? Was schwierig der Sache sind. Und die andere Sache, dass es einfacher ist. Ja. Es erinnert mich an die Story über Bike-Sharing. Ja. Die große nukleare Energiezentrale und darüber wurde diskutiert, nach einem Meeting, und das war zu schwer zu verstehen, eine Energiezentrale nuklear, und dann hat man sehr viel Zeit diskutiert, über welche Farbe das wie sagt man, Bicycle auf Fahrrad. Die Fahrradmethode so wie welche Farbe das haben sollte. Ja, genau. Also ich gebe es mal wieder. Es ist einfach so, weil das schwer ist und weil Leute dazu tendieren, sich nur bei leichten Sachen zu Wort zu melden. Zum Beispiel hat man bei Nuklearanlagen dazu
als es große Diskussionen über die Sicherheit von Nuklearanlagen gab, hat man mehr darüber diskutiert, welche Farbe das Fahrrad haben soll, als darüber, wie Nuklearanlagen sicher gemacht werden sollen. Es gibt ein Gesetz darum dafür, das heißt Parkinson'sches Gesetz, das könnt ihr gerne mal googeln. Das sagt so viel wie, dass in Meetings die Sachen am meisten besprochen werden, wovon die meisten Leute Ahnung haben. Und das ist meistens Farbe von Fahrrädern und nicht über das, was eigentlich Thema des Meetings sein sollte. Deswegen, das ist in dem Moment unsere Fahrradfarbe. Ja, also Task Warrior ist in C++ geschrieben unter Tabs to Spaces und Spaces to Tabs. Da wurde mehr darüber diskutiert als darüber. Das geht ja gar nicht, genau. Also es wurde nicht über den Code diskutiert, sondern über die Lücken zwischen dem Code, wenn man so will. Genau, also viele Leute wollen sich zu Wort melden, auch wenn sie keine Ahnung haben. Die Leute, die Code verstehen, denen ist es eigentlich egal. Hauptsache, dass es einigermaßen strukturell vernünftig ist. Wolltest du noch was sagen? Entschuldigung, nochmal. Ja, Dunning-Kruger-Effekt, genau. Das geht genau in die Richtung. Auch ein sehr, sehr guter. Das könnte ich mal hinterher noch in die Folien hängen. Parkinson'sches Gesetz, Dunning-Kruger-Effekt. Genau. Und für uns ist natürlich, wie für jedes andere Projekt, wichtig, das zu priorisieren. Was ist wirklich wichtig? Worüber diskutieren wir wirklich? Es gab einen üblen Hack, der Code-Pages angeht. Dieser üble Hack läuft noch immer und keiner hat sich je darüber beschwert. Es hat noch nicht mal irgendwer wahrgenommen. Und manchmal ist genau sowas das in dem Moment Richtige. Also Provisorien leben länger, heißt es ja nicht ohne Grund. Jetzt kommen wir zu dem Tutorial, über das wir gerade gesprochen haben. Wir haben ein sehr, sehr langes Tutorial gehabt, was wirklich in vernünftige Abschnitte geteilt war, wo man sehr schnell zum Erfolg kam. Wir hatten ein 3-Minute-Tutorial und ein 10-Minute-Tutorial, dass man halt mit dem 3-Minute-Tutorial die ersten Aufgaben machen kann oder lösen kann, dass man erstmal das Ganze benutzen kann. Ein 10-Minute-Tutorial oder 30-Minute-Tutorial, wo man tiefer einsteigen konnte. 30-Minute-Tutorial, was at least one hour ist, gut geschenkt. Aber wir hatten einen kleinen Gimmick eingebaut am Ende, nämlich eine mexikanische Band, die Furzgeräusche mit den Händen gemacht haben und darüber ein Lied gespielt haben. Das hat nie jemand gesehen. Wir haben in der allerletzten Zeile der Seite ein Codewort versteckt und haben gesagt, wenn jemand das Codewort sagt, dann wird er priorisiert behandelt. Von 100 Anfragen haben es 2 benutzt. Botschaft, kurze Tutorials. Je kürzer, je besser. Ja, hier. Also auf Events zu sein ist wichtig, um das Projekt sichtbar zu machen. Das merken wir hier. Mit euch im Dialog zu sein ist wichtig. Ihr gebt Feedback und das bauen wir wieder ein. Ihr lernt uns kennen, wisst, dass wir auch normal, hoffentlich normale Menschen sind. Du nicht, genau. Genauso ist es wichtig, dass man ab und zu mal so einen Vortrag einreicht und über das Projekt spricht, damit es andere Leute wissen. Direkt vor mir war ein Vortrag über Wuthof. Das ist ein Open-Source-Business-Netzwerk. Das lohnt auf jeden Fall einen Blick. Das könnt ihr euch mal angucken. Und es ist wichtig, dass sowas aus Open-Source-Events besprochen wird. Wir haben uns im Februar zum allerersten Mal im Real Life getroffen auf der FOSDEM in Brüssel. Wir haben vorher noch nie alle zusammen an einem Tisch gesessen. Und es ist eine ganz interessante Erfahrung tatsächlich, die Leute hinter den Mails zu sehen. Und Paul, der Gründer des Projektes, sagte, jetzt versteht er einige Mails besser, die ich geschrieben habe. Weil auch meine Art von Humor oder meine Art von Ironie jetzt besser versteht. Er merkt das. Ist auch manchmal einfach nur Sprachkommunikation, weil du im Sprachbuch viel mehr komportierst als diese säureweltlichen Mailinglisten-Posts. Genau. Also der Einwand war, es fehlt einfach Sprachkommunikation, weil man in Sprache viel mehr transportiert, auch Emotionen transportiert zum Beispiel, als man in Mailinglisten-Posts tatsächlich schreibt.
das sehe ich ganz genauso. Und selbst wenn es nicht die eigene Muttersprache ist, funktioniert das in Sprachen deutlich besser. Ja, gebe ich dir recht. Und wir haben gemerkt, dass es ziemlich... Oh, Entschuldigung. Ja, also ich wollte sagen, Bier ist auch nicht wieder Also Bier löst viele IT-Probleme, da muss ich sagen, das ist eine Literfrage. Also ich muss den Satz wiederholen, damit er für die Ewigkeit erhalten bleibt. Frikadellen und Bier machen die beste Software. Das würde ich so unterschreiben. Ich habe ja nur dazu gesagt, aber Bier und Frikadellen müssen auf dem Tisch sitzen und wo müssen die Leute sitzen und sich angucken. Genau, Frikadellen und Bier müssen auf dem Tisch sitzen. Wer mag auch gerne Fläschchen Wein, das geht dann schneller, muss man nicht so viele Liter trinken. Ja, wir haben gemerkt, dass es schon interessant ist, dass sich da die gleichen komischen Menschen getroffen haben im gleichen Projekt. Wenn man allerdings merkt, dass man nicht so den gleichen Sinn für Humor hat, sollte man sehr, sehr vorsichtig mit ironischen Mails mit ironischem Unterton sein. Das gilt für jede E-Mail-Kommunikation, nicht nur in Open-Source-Projekten. Also wenn ihr beruflich E-Mails schreiben müsst, spart euch Ironie, bitte. Ja, also Ironie funktioniert in Schriftform definitiv nicht. Ja, also Spiegel Online und Peter Lustig funktioniert nicht. Gebe ich dir völlig recht, das funktioniert gar nicht. Da kann man noch so gut in Deutsch sein, wie man will, das funktioniert wirklich nicht. Oder nur in Ausnahmefällen. Die Frage. Also die Frage war, ob es in Open-Source-Projekten, und damit sind hier alle Teilnehmer gefragt, schon Sprachkommunikation Einzug erhalten hat oder nur Mailinglisten. Also ich sehe das beim CMS-Kern, dass Mailinglisten oder irgendwelche Community-Foren so gut wie gar nichts bringen. Was wirklich bringt, ist, dass man wirklich an einem Tisch sitzt, Probleme dann erörtert, wo man in einer Mailing-Kommunikation, weiß ich nicht, ein halbes Jahr verbraucht, dass man in 5 Minuten vom Tisch, wo man sich gegenüber sitzt. Das ist einfach besser, dass man sich wirklich physisch trifft und auch dem Gegenüber dann auch mal eine Meinung sagen kann. Ja, der Kommentar hier war, dass im CMS-Garden bemerkt wurde, dass es Mailinglisten und IAC gar nichts bringen, sondern dass man sich besser an einen Tisch setzt und dann Sachen in 5 Minuten durchspricht, die sonst Tage dauern per Mail. Gilt übrigens auch für die Arbeit, lieber mal telefonieren als nur Mail schicken, ganz am Rande. Also das Kommunikationsmittel zur richtigen Zeit wählen. Hier vorne war noch eine Wortmeldung von dir. Ja, ja, ich habe ja hier auch Never Code Alone, ein T-Shirt, das ist ja mehr als ein T-Shirt-Spruch und wenn da mal kurz ein Open Source einzugehen, also jetzt jede Menge Coach-Sprints und die Community in allen Open-Source-Projekten halt schon, dass die Leute zusammenkommen und die kriegen schon mit 20 Leuten in der Woche dann mehr hin als mit dem Rest der ungekürzten oder sonstiges. Also wenn das vorwärts gehen soll, dann musst du schon zusammen an einem Strang ziehen und das nicht irgendwie Remote oder irgendwie wie Briefschach oder sonstiges, da musst du schon zusammen. Also hier gibt es einen T-Shirt-Spruch, da steht drauf Never Code Alone und die Aussage ist, dass man in Sprints sehr, sehr schnell merkt, dass wenn man zusammencodet, dass man eine Menge mehr zusammenbekommt. Deswegen machen auch viele Projekte Hackathons, wo sie sich einfach treffen und an einem Thema arbeiten, um das schnell vom Tisch zu bekommen. Genau. Vielleicht müssen wir vor dem Hintergrund jetzt noch mal nachdenken, ob der Anruf anstatt der Eintrag im Issue-Tracker vielleicht doch nicht so schlecht war. Ist vielleicht schneller erledigt. Gebe dir völlig recht, aber das ist beim Hobbyprojekt was anderes, als wenn ich 8 Stunden am Arbeitsplatz erreichbar bin. Ja, gebe ich dir. Also der Einwand war, dass man vor dem Hintergrund dessen, dass direkte Kommunikation einfacher ist, gerade per Sprache, dass der Anruf vielleicht dann doch besser ist als der Eintrag im Issue-Tracker. Das sind ja nicht nur die auch programmiert, sondern das sind ja irgendwas, was die Nutzer im schlimmsten Fall
mal diese bestimmte eigentlich Arbeitsgänge zu machen haben. Wenn man sowas über Tickets abhandeln kann, eben am Morgen eine halbe Stunde wegen einer kurzen Antwort zu stellen, das hat schon auch was. Ja. Ich wiederhole kurz. Im Büro ist es zum Teil so, dass sehr viele Anrufe kommen und sehr viele Sachen kommen. Und wenn man das nur mit Telefonieren abarbeiten würde, würde man aus dem Telefonieren nicht mehr rauskommen. Deswegen macht es da auch Sinn, Arbeit durch Tickets zu strukturieren und auch Tickets abzuarbeiten. Ich finde es immer gut, wenn es einen Ansprechpartner gibt, der per Telefon erreichbar ist, aus dem Team, nicht das gesamte Team. Zur Kommunikation gibt es aber auch die Sprachbarriere zu nehmen. Ja. Ganz großer Punkt ist, wenn man in einem internationalen Projekt ist, dann haben die Leute, die als Muttersprache Englisch haben, einen großen Vorteil gegenüber denen, die das nicht als Muttersprache haben. Und es ist für viele Leute leichter, sich in Englisch schriftlich auszudrücken, als sich in Englisch per Sprache auszudrücken. Gebe ich dir völlig recht, da muss man aufpassen. Ja. Ich mache mal weiter, es sind nur noch ein paar Sachen. Das, was jeder merken sollte, was wir natürlich auch gemerkt haben, dass unsere eigene Maschine nicht ein Maß dafür ist, was die User benutzen. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, muss man sich aber immer mal wieder vor Augen führen. Der hat sowieso nur einen Desktop und keinen Server. Gerade was Abhängigkeiten angeht, merken wir doch sehr, sehr stark, dass viele Leute sehr weit von den Abhängigkeiten entfernt sind, die wir gerne nutzen würden. Aber das ist, glaube ich, auch normal so. Es ist wertvoll, sich auf jede Kommunikation einzulassen, weil es kommt aus jedem immer was Vernünftiges raus. Also selten irgendwie was Unvernünftiges. Das konterkariert ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Aber man kann mit Leuten ins Gespräch kommen. Man kann auch, indem man sinnvoll auf Leute eingeht, sie dazu bewegen, dass sie auch sinnvolles Feedback geben. Es geht. Es ist nur sehr aufwendig. Es ist schön, wenn man ein Logo hat, das wiedererkennbar ist. Wir können nur raten, dass jeder sein Logo nicht, wenn man kein Designer ist, das Logo nicht selber macht, aber wenn man nicht das Geld hat und kein Designer an der Hand hat, sollte man sich einen Designer suchen, der das zumindest beurteilt, was man gemacht hat. So als Idee. Es hat einen Grund, dass das ein eigenständiger Beruf ist. Wirklich. Und auch den Hobby-Admins sei es gesagt, es hat einen Grund, warum es professionelle Admins gibt. Aber das. Es ist toll, wenn man Sticker hat, also wenn die Taskforce Sticker wollte, ich habe welche da. Es ist noch schöner, wenn man noch mehr hat, also sowas wie T-Shirts. Es gibt in Osteuropa eine Firma, die heißt Hello Tux, die macht auch T-Shirts mit Taskwire-Aufdruck. Also wenn ihr das wollt, wir kriegen was von denen zurück, wenn ihr dann ein T-Shirt bestellt. Müsst ihr natürlich nicht, aber es ist schön, dass wir es im Angebot haben können. Viele Leute wollen Veränderungen, aber keiner will daran mitarbeiten. Es gibt, ich weiß nicht, ob diese Karikatur geht. Wer möchte Change haben? Alle Hände gehen hoch. Wer möchte den Wechsel durchführen? Wer möchte die Veränderung durchführen? Alle Hände bleiben unten. Das ist genau in dem Tonus gemeint. Was wir als sehr, sehr wichtig erachten, ist, dass man in seinem Projekt eine Seite hat, wo drin steht, was man mit dem Projekt eigentlich vorhat. Und auf die kann man die Leute verweisen und sagen, das passt nicht in unsere Philosophie. Das, was du da hast, ist ein schöner Feature-Request, aber bau das als Extension oder so, das passt in das eigentliche Projekt nicht rein. Sollte meiner Meinung nach jedes Projekt haben. Haben auch sehr viele Projekte. Und wenn es mal richtig scheiße läuft, tief Luft holen und zurückgucken, was schon erreicht wurde und nicht auf das gucken, was schlecht läuft. Es lohnt sich einfach auch mal zu gucken, dass es Sachen gibt, die gut laufen. Auch für die eigene Hygiene. Also es lohnt sich schon zu sagen, man hat ein erfolgreiches Open-Source-Projekt oder man startet ein hoffentlich erfolgreiches Open-Source-Projekt und man findet darin auch so ein bisschen Hobby, ein bisschen Bestätigung, kann auch ein bisschen bei abspannen. Und manchmal ist es wichtig, zurückzugucken und nicht auf das zu gucken, was schiefläuft. Weil gerade von innen sieht man eigentlich nur das, was schiefläuft, weil man schlechte Sachen viel, viel leichter sieht als gut laufende Sachen. So wie das Hamsterrad, genau. Man sieht nur die Leiter vor sich. Genau. Karriereleiter. Natürlich Karriereleiter. Ja, habt ihr noch Fragen?
Sie haben gesagt, dass wenn jemand einen Handschuh trägt, eine Verbesserung fragt, dass das immer ist, wenn es neue Benutzer sieht, um sehen zu lassen, was sie können. Hm? Und dass es nicht wirklich um die Verbesserung geht. Haben Sie mit solchen Leuten gesprochen oder woher haben Sie die Kenntnis? Man merkt das sehr, sehr schnell, wenn man Leute fragt, die eine Verbesserung wollten und wenn man die implementiert hat und sie hinterher fragt, wie sie denn mit der Implementierung zurechtkommen und sie sagen, ach, ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ja. Dann merkt man sehr, sehr schnell, dass sie das eigentlich gar nicht wollten, dass das gar nicht, dass das nie, dann nie das war. Also ich finde es immer gut bei Feature-Requests, also wir haben so einen Bug-Tracker, wo auch Enhancement-Requests reinkommen. Ich finde es immer gut, nochmal nachzufragen, ob es so ist, wie es sein sollte. Aber es ist tatsächlich mittlerweile so, ich möchte nicht sagen, dass wir Feature-Complete sind, aber es ist so, dass wir sehr, sehr viel schon drin haben und dass wir über diese Philosophie-Seite sehr viele Leute tatsächlich dazu bringen können, das nochmal drüber nachzudenken. Ich gehe zu mit Feature-Requests, wenn jemand ausführt, und dann fragen wir Testgebiete, dass es sehr oft vorkommt, dass nie reagiert wird oder dass eine Reaktion da ist, ja, ich habe jetzt keine Zeit, aber über 2 Wochen, ja. Das ist sehr, sehr schwierig mit Feature-Requests, wenn keine Reaktion zurückkommt. Das kann ich unterstützen. Wir sind ein relativ kleines Projekt mit wenig Leuten und wir machen das alle in unserer Freizeit. Da bleibt halt manchmal, ich gebe aber völlig recht, das ist schwierig. Ja, natürlich. Derjenige, der einen Feature-Request hatte, möchte eigentlich sofort eine Rückmeldung haben. Ja, ist richtig. Sonst noch Fragen? Ja, danke schön. Euch einen schönen Tag.